hier ist Sonja und ich habe mir, nachdem wir jetzt so einen erfolgreichen Schultag hatten, ein Haus gekauft, weil ich nämlich reich bin, okay? Cheerleading macht man viel Geld. Das Haus ist leider noch null eingerichtet, wie man hier ran sieht. Was ich habe, ist dieses Sofa. Ich weiß, Kracher. Aber man verdient in der Schule wohl Geld. Oh, was? Oh, lol, wir gehen einfach in Rotterdam. Wolltest du dir... Alles, nein! Party! Mein Haus wird geradet. Mein Haus ist noch ein bisschen dürftig eingerichtet, aber das kommt noch. Ich habe auch noch kein Bett, aber wir brauchen schon Betten. Ich habe kein Bett gefunden. Okay, Leute, wir suchen jetzt ein Bett. Hier ist ein Tisch. Okay, ich kaufe jetzt hier noch... Ich kann mir keinen Tisch leisten. Ich kaufe mir jetzt noch einen Teppich. Eine Gewebematte. Stopp, was? Das ist mein Haus! Ihr kennt mich echt... Halt, stopp! Nein! So, jetzt habe ich den Teppich. Wow, ist das nicht schön, dass hier ein Teppich liegt? Ich will den Zusatztreter machen. Es geht nicht so einfach, egal. Ja, Teppich! Ja, kaputt treten. Woo! Ich weiß, es ist schon schön, ne? Wir haben schon viel Schönes. Oh mein Gott, ey, das ist richtig gut platziert. Seid ihr eigentlich alle Schüler? Ja, ich bin Schüler. Übrigens, falls ihr euch fragt, wer ist denn Kaktus? Ich mag Kaktus. Kaktus, das ist... Möchtest du dich vorstellen? Ja. Hallo, ich bin Julianus 33. Bist du nicht Julian. Kaktus? Ich mag Kaktus. Kaktus? Nein, heißt ich mag Kaktus mit 2 S am Ende, weil Kaktus schon vergeben war. Nice. Okay. Ey, die Schule beginnt gleich, oder? Die Schule beginnt leider erst um 9. Wer fängt denn um 9? Ich hatte damals um 8 Schule und nicht um 9. Ich auch. Und nee, um 7:50 hatte ich. Ja, genau, 7:50. Ich glaube, 7:55 war es bei uns tatsächlich. 7:45. Echt? Guck mal, wer wohnt denn neben mir? Wer ist denn mein Nachbar, frage ich mich. Wollen wir da mal ins Haus einbrechen? Kann man? Ja, sicherlich kann man. Mackenzie Seingler 9. Mackenzie Steiner. Mackenzie, falls du das hier siehst, sorry. Hey, man kann die wirklich einbrechen. Mackenzie hat genauso ein Dreckshaus wie ich. Mackenzie. Guck mal, Mackenzie hat nicht mal noch ein Sofa. Ey, lass mal den anderen links von dir schauen. Wir können hier niemanden raiden. Auf gute Nachbarschaft, Mackenzie. Ich bringe dir morgen Brownies vorbei. Macht man das nicht so, wenn man einzieht? Oh, ich steig ein. Ja, sicher. Evil 008. Ey, du bist nicht auf der Straße. Topster ist eine Straße. Das ist mir egal. Topster ist eine Straße. Steig jetzt hier aus. Ey, die haben alle keine Einrichtung. Evil 008 hat auch keine Einrichtung? Oh. Ey, guck mal da hinten, der hat ein schwarzes Dach. Der hat bestimmt schon was gemacht. Dem vertraue ich. Ganz übrigens, wir haben einfach nicht geschlafen, weil ich hab kein Dings, kein Bett. Deswegen sind wir seit 4 Uhr nachts wach und raiden Häuser. Ey, guck mal, der hat 2 Sofas, der hat so ein bisschen eine... Ja, ich würde einfach sagen, guck mal, das hier ist mal... Oh, der hat eine Küche! Das ist mein Zimmer. Das ist dein Zimmer. Guck mal, der hat richtige Steintapete, der Dude. Das ist mein Zimmer dann. Ich wohne beim Kühlschrankbett. Guck mal, der hat einfach einen Kühlschrank in sein Schlafzimmer gemacht. Oh ne, ich glaube, das soll... ich glaube, das ist mein Zimmer. Aus meinem Zimmer. Raus aus meinem Zimmer. Guck mal, der hat das richtig schön gemacht hier. Da sehe ich mich auch. Also mein Haus ist leider noch nicht so gut. Das ist mein Auto. Oh nee, ich kann das Auto nicht fahren. Ah, da würde ich jetzt eine Zeit lang nicht aufs Bad gehen. Oh Gott. Alrighty. Wie kommen wir... Es gibt keine Rücksicht, doch. Am besten, ich renne zur Schule, okay? Ich bin Jogger. Ich bin Jogger in freier Wildbahn. Guck mal, was haben wir hier? Wir haben hier so eine Art Skateboardpark. Man kann sich, glaube ich, ein Skateboard kaufen. Oh, Topf mit Auto! Ich glaube, man kann sich ein Skateboard kaufen. Ich weiß noch nicht wie. Okay, ich habe jetzt ein Skateboard. Wo gibt es ein Skateboard? Oh lol! Das kannst du bei Fahrzeuge irgendwie ausrüsten. Wenn du da auf. Wo ist Fahrzeuge? Rechts im Menü. Da gehst du auf Inventar, glaube ich. Und dann ist da irgendwo Fahrzeuge. Oh, Fahrzeuge! Dann kannst du das Skateboard irgendwo ausrüsten. Ich fahre leider nie auf die Rampen drauf. Ich kann. Lackierung wählen, was? Aber ich habe keine Diamanten. Nein, du hast keine Diamanten. Das kriegst du einfach so. Das steht. Hast du's? Ja, ich hab's. Wo bist du? Ich bin auf der großen Rampe. Oh nein, ich komm nicht hoch. Ich bin stuck auf der großen Rampe. Leute, Schwerkraft bedeutet nichts für mich. Ich bin hier dran. Warte, ich komm höher. Nein, ey, wie bist du so weit hochgekommen? Ja, ich hatte Schwung. Egal, man soll zurückrollen. Oh nein. Ey, warte mal, kommt man da hinten irgendwie vielleicht rauf? Oh nein, ich bin stuck. Egal, wir haben noch eine Stunde bis Schule. Diese Leiter, Ronja. Und eine Halfpipe. Ich gehe zur Halfpipe. Bei der großen Rampe hast du eine Leiter daneben. Willst du Tricks auf der Halfpipe sehen? Pass mal auf. Ich kann...
Wer hat sich denn gedacht, dass ein Skateboardpark eine gute Idee ist? Du musst hingehen, unten eins drücken in deinem Inventar und dann kommst du hoch. Okay, so. Ich kann aber... Oh, das, ich bin der geborene Skateboarder. Ich sehe es im Hintergrund. Oh nein, ich bin verbuggt. Ah, jetzt. Ach wow. So. Yay. Wow. Du musst mal entrüsten und hier raufgehen. Okay, warte. Hauptsache, hier kommt irgendein Typ mit dem Auto. Jemand, ein Lehrer. Der sagt hier, Kinder, ich hoffe, ihr geht um 9 zur Schule. Oh mein Gott. Oh, du kannst auch hüpfen mit dem Skateboard. Nee, wir können uns ja teleportieren. Wir sind ja okay. Magiekinder. Magiekinder. Das ist ja auch die Harry Potter Schule mit den, keine Ahnung, komischen... Wow. Ja, hier, der Lehrer mit seinem Dingens. Pass auf, der Lehrer möchte uns festnehmen. Wir müssen gleich nachsitzen, oh nein. Pass auf, der Lehrer möchte uns festnehmen. Ich glaube, der Lehrer kann uns nicht einfach so festnehmen, Tops. Das wäre höchst illegal. Ich springe jetzt über dem sein Auto drüber. Oh, Stunde 1 beginnt gleich. Wir sollten vielleicht jetzt wirklich mal kochen. Irgendwann, ich verpasse mal wieder den Bus, wie man es kennt. So kennt man es. Guck mal, hier ist auch schon Lee und Mariel Prinzess. Die sieht ja irgendwie aus, als ob die irgendwie so glatt gedrückt wurde. Geht's dir gut? Ich glaube, die auch hat eine ungesunde Position, so mit ihren Armen nach hinten. Ich glaube, ich habe die verrenkt. Flo, ich habe das verboten, hier drinnen mit dem Skateboard zu fahren. Das ist wie Mützen in der Schule tragen, nicht wahr? Kann man sich denn Skateboard Tobias? Kaufen? Du kannst es nicht kaufen, du hast das schon. Tobias, du darfst keinen Pferdehut tragen. Inventar, wo Tobias. Muss ich da drauf? Sonst denken die Leute, du bist ein Pferd und wollte dich essen. Bei Ausrüstung. Du gehst Inventar und Ausrüstung. Dann gehst du auf Ausrüstung. Und da bei Ausrüstung. Ja, bin ich jetzt noch, hab's ausgerüstet. Ey, ich glaub, man ist in einem Team mit dem, wo man am nächsten nebensteht. Okay, ich will mit der mit den Schmetterlingsflügeln, die so ein bisschen ungesund aussieht in dem Team. Ey, der Speedhack, glaube ich. Flo, komm her zu mir. Flo, okay. Komm mal her. Wann fängt's denn an? 10 Sekunden noch. Okay. Bei mir. Juhu, schon wieder kochen. Was kommt eigentlich danach? Ist es einfach wieder der gleiche Stundenplan, so wie letztes Mal? Ja. Nee, Mathe. Letztes Mal hatten wir kein Mathe, oder? Warte mal, hier, ich muss. Warum fängt an? Ich möchte auch. Guck mal, meine Nachbarin ist neben mir. Mackenzie Ziegler. Ja, das ist die doch. Oha. Okay, Leute. Oh nein, ich bin mit Melanie. Oha, Ronny, bist du in Wir sind schon wieder in einem Team. Okay, Flo. Hey, mit wem bist du? Tups. Mit Melanie. Okay, Ronny, das heißt, du bist rechts, ich bin links. Mein Gott, ich bin so schnell. Wo ist unser Topf? Hier. Wo ist der Käse? Hier ist der Käse. Ich bin Pro. Ich bin auch Pro. Ich bin Wir haben einen guten Topf diesmal. Einen guten Topf? Ja, wir haben einen guten Topf, der ist an der Kante. Das ist irgendwie einfacher. Ja, das stimmt wirklich, warte. So. Ich würde sagen, wir haben schon easy win. Man kann das auch richtig werfen, siehst du das? Du musst gar nicht neben dem Topf stehen. Also Oha, nicht so nah. Ich merk's grad. Aber du hast ein bisschen Range. Ich such die Trauben. Leckeres Gericht koche ich hier übrigens aus 2 Trauben und einem Ei. Das wird dann gekocht und schmeckt dann. Ja, Ronja, das lernst du nur in der Roblox-Schule. Das schmeckt dann wirklich gut. Also, das ist eins meiner Lieblingsspeisen auch. Falls die Leute jetzt das nicht wussten, die zuschauen. Könnt ihr gerne nachmachen. Ist sehr zu empfehlen. Hat so einen vollmundigen Geschmack. Und. Es gibt Leute, die machen das dann wirklich. Jetzt mach ich was. Guck mal, das kann man. Tups, gibt Leute, die können wirklich kochen. Nicht so wie wir. Also, wie ich. Guck mal, jetzt mache ich was Leckeres aus Brokkoli mit viel Käse. Wie jeder weiß, Käse macht alles leckerer. Bist du? Ja. Guck mal, du machst nur einmal Käse auf deine 2 Eier. Das ist schwach. Du machst ein Käseomelette. Oh mein Gott, ich brauch Käse. Kann ich es auch schaffen? Ich glaube, ich habe so Maximum. On fire. Abschluss. Ich glaube, ich habe Maximum erreicht. A-. Oh, 5 Rezepte hast du geschafft. Ich habe ja 5. Julia, doch 5. Ich habe Holy moly, ihr seid ja crazies. Mehr als 5 ist aber unmöglich. Ja, aber Melanie war meine Teamkameradin und ich muss sagen, die hat es auch geschafft. Oh, Melon. Melanie mit 3L. Pause. Meine Lieblingsstunde. Irgendwie ist die Pause auch einfach sehr lang. Ist mir mal aufgefallen. Obwohl, echt, zu kurz, oder? Nee, ich meinte die Mittagspause, die einfach straight up eine Stunde lang ist. Achso. Okay. Meint ihr, wir müssen jetzt. Ich bin schon bei Sport gleich. Guck mal, hier, warte, kann ich dir schreiben? Warte. Hey, Kiki, du bist meine Nachbarin. Kiki. Haha. Meinst du, die freundet sich jetzt an mit mir? Die heißt nicht Kiki, die heißt anders. Die heißt doch, da steht Kiki vor Mackenzie Zeingler 9. Antwortet die mir jetzt? Die antwortet mir nicht. Ich werde rejected immerzu. Warte, die muss vielleicht noch tippen. Vielleicht ist sie die Kiki. Meinst du, die tippt noch? Meinst du, sie weiß einfach nicht, wo man tippt? Wieso hat die eigentlich so ein Wonder Woman-Kostüm an? Guck
Guck mal, die hat ordentlich reingecashed. Ja, vielleicht hat sie auch einfach nur irgendwie. Ich weiß nicht, wie Wonder Woman aussieht. Ich hab die Filme nicht gesehen. Ey, wo ist nächste Stunde Sport? Ey, Sport sich einfach hin. Guck mal, jetzt hat sie auch noch eine Mütze auf. Die antwortet nicht. Die setzt sich eine Mütze auf. Mann, ist doch blöd. Das finde ich doof. Ich spiele gleich voll kaputt, dann kannst du die abschließen einfach. Ja, mach ich. Du suchst nach Freunde, da hat einer geschrieben, suche Freundin vorhin. Hi, ich mag Schnitzel. Guck mal. Hi, Lenny. Dir wird geantwortet. Das finde ich jetzt. Du hast. Das. Nö. Nö. Das finde ich doof. Ich bin beleidigt, persönlich. Hallo, YouTube. Mann. Ich bin hier, okay, ich mach dich sowas von fertig. Nein, ich bin außerhalb! Kiki, denkst du, ich werf dich nicht ab, ha? Huh? Oh. Ja, warte mal, Ronja. 3, 2, 1. Okay, ich kann die nicht abwerfen, die sind in meinem Team! Ha, getrollt! Das ist ja Mist. Ich hab mir nicht geantwortet, ich bin beleidigt. Zutiefst. Oh nein, ich bin abgeworfen. Ich kann nicht werfen. Ah, gib mir den Ball. Okay. Damn! Warte mal. Auf wen kann ich denn gehen? Wer ist denn hier böse? Die mit den Regenbogenflügeln, die treffe ich. Lol, ich hab gerade einen. Ja, ich mach Bälle! Ich treffe nix, 0 Punkte! Melanie. Oh, da will ich aufpassen. Guck mal, die ist schon. Ah, die kann ich nicht mehr abwerfen, weil die schon draußen ist. Ich bin raus. Ich treffe nix. Leute, irgendwie ist das Spiel verbuggt. Ich hab das noch nicht verstanden. Letztes Mal war das auch so merkwürdig. Ich schieße den rechts ab, diesen DJ Dave. DJ Dave. Okay. Jetzt kann ich keine Bälle mehr aufnehmen. Da ist ein Ball. Okay, hier. Bam! Oh, ich bin auch ganz rechts, ey Leute, Hauptsache ein Lehrer spielt. Ich hab mit. Super Dropsy K.O. geschlagen. Hey. Ja, das war der Lehrer! Tja, ja, das ist das jemand, den der Schule K.O. schlägt. Oh nein! Hallo. Melanie, meine alte Projektleiterin! Deine Projektleiterin! Einmal zusammen gekocht, ja, meine Projektleiterin. Oh, warte, wir sind noch in. Ich glaube, die ist voll gut, oder? Die Melanie. Ey, guck mal, ich bin auch voll gut. Ich bin noch im Leben. Die letzte hier. Ja, Melanie. Hauptsache, weil Ronja keine Ahnung erlebt und noch, weißt du. Lebst in der Welt geschickt. Ja. Du lebst doch, Ronja? Ich lebe noch. Ich bin hier noch im aktiven Kampf gegen Melanie. Ich habe Melanie K.O. geschlagen. Hell yeah, ich bin so gut. Hell yeah, guckt mich an. Wie viele Punkte habt ihr? Ich habe 11 Punkte. Ich habe 7. Chaos, okay, so viele Punkte wie möglich. Ich habe auch 7. Nice. Ich habe gehört, die mit 7 Punkten sind die coolsten. Komm her, Melanie. Ja. Melanie, ich werde Melanie fokussen. Also, oh Junge, die ist einfach direkt. Fokus. Ja. Targeten in Roblox. Ja, Target. Ja, das ist hier. Serious. Ernste Sache. Nein! Au! Junge! Leni? Denkst du das witzig, hä? Wir brauchen einen Healer. Au! Easy hat mich totgeschlagen. Wir brauchen Mercy. Mann! Ich bin schon wieder abgeschlossen. Wir brauchen einen Tank. Was? Ich will aber nicht K.O. geschlagen sein. Autsch! Wie viel Leben hat man? Aber du siehst unten, wie viel Leben hast du. Du siehst deine Herzen. Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, die Bälle werfen nicht so richtig. Ich habe das Gefühl, ich habe Leni eigentlich jetzt umgeschmeißt. Gutes Deutsch. Umgeschmissen. Aber das hat nicht so geklappt, wie ich Leni wollte. Au! Oh, ich habe einen. Okay. Du musst nur aimen. Du musst mit dem Pfeil draufklicken, wo du hinschießen willst. Ein Pfeil? Oh, ich will Melanie treffen. Mit deinem Cursor. Oh, okay, ich habe einfach immer gedrückt. Das ist richtig einfach. Oh, danke. Die Gegner klicken. Ist mir gerade aufgefallen. Oh, lol, das ist hier Troll. Oh, lol, komm auch gerade auf. Alter, Carina! Junge! Das ist mega einfach, wenn du einfach denkst. Du musst einfach nur die anklicken. Okay, gut zu wissen. Nein, für nächstes Mal. 8 Punkte. Team Rot! Yay! Irgendwie gewinnt Team Rot immer. Ich würde sagen, das war's dann nochmal für die Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.